Hallo und herzlichst willkommen zurück bei einer weiteren Folge The Last of Us, beziehungsweise der Buddha krepelt sich hier durch. Oh Mist. Ist okay. Sie sehen uns nicht. Oh, Alter. Verdammt! Joel! Warte, Joel, hör auf! Da! Lass ihn in Ruhe. Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Das ist aber wieder auch die... Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Ja, das Militär ist da abgezogen. Wir mussten weg. Das sieht jetzt vermutlich wie hier aus. Freunde, ihr müsst doch mal ein bisschen gucken hier. Wenn wir zusammenarbeiten wollen, dann... So wird das nix. Guck mal, hier ist eine Notiz. Molotows verbessern. Molotow-Handbuch, Band 1, verbesserter Radius von Brandbomben. Bei allen Brandsätzen muss auf die Konstruktion geachtet werden, um eine einwandfreie Detonation zu gewährleisten. Benji, Melody... Schöner Fernseher. Die Figur, Alter. Kann ich irgendwas bauen? Brauche ich irgendwas? Nee. Ist alles soweit. Schicke. Na, die da oben haben gewohnt hier. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer Wache. Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind der, Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja, das ist der Ehrenhaft. Na bitte. Gut. Nivea-Munition voll. Verdammt.
Das ist genau so ein unlogischer Scheiß. Wenn ich weiß, dass ich Munition brauche, ja, dann lass ich doch dann, dann hab ich, dann ist es nicht voll. Dann nehme ich mit, was ich kriegen kann. Und wenn die Mumpeln alle einzeln in dem Scheißding liegen. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics. Das ist ja. Oh, Band 10. Scheiße. Was steht denn da drauf? Lesen. Bis jetzt hat Danielas Phasenverschiebungsgerät die von Neumann und ihre Mannschaft vor dem Sensorennetzwerk der Reisenden verborgen. Aber während sie jeder Nullpunktsprung noch tiefer in das riesige interstellare Imperium bringt, schwinden die Hoffnungen auf eine Rückreise. In 3 Tagen haben sie ein Viertel des galaktischen Radius zurückgelegt und in 2 weiteren werden sie die Heimatwelt der Reisenden erreichen, wenn alles glatt läuft. Hair Trigger? Sieht aus wie Transporter. Aber ansonsten hat sich nicht wirklich gelohnt hier. Schalldämpfer brauchen wir. Wir brauchen unbedingt Schalldämpfer. Mal kommen, was will. Sehr gut. Den müssten wir mal als nächstes bauen, den nächsten Halter, damit ich hier auch die großen Waffen hier. Ja, Pillen. Ja, schönen Dosenravioli. Oh, ich bin ja schon fast hinüber hier. Na, Freunde, ihr müsst doch mal in die Zimmer gucken. Halt, halt! Seid alle mal leise. Weg von den Fenstern! Sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wir in dieser verdammten. Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Der ist ziemlich streng zu ihm, wa? Kann Ihnen ja leid tun, der Bengel. Was gefunden? Ellie, nichts. Gib uns Deckung. Da oben war wohl jemand, na aber klar. Sie sind weg. Sam, wo sind die bleib anderen? Bei ihr. Sie wollten okay. Nochmal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Ich werde hier suchen. Such da unten. Oh shit, er ist da drüben! Das wirst du büßen! Mussten die immer dazwischen rennen? Och, was hasse ich sowas. Ja!
das war's. Nicht schlecht, Alter. Ein Scheißdreck war das, weil wieder irgendeiner, die müssen immer da vor der Linse. Na los, hier auf den Truck. Nicht im Müll. Greif! Parkieren! Puh. Mann, ey. Ich versuche immer den perfekten Schuss zu landen, ey. Und am Ende wird's nischt. Schrotmunition. Gewehrmunition. Gerade mal eine Mumpel. Durch die Tür. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Nur, ich habe einen Schlüsselmann. Und woher hast du den? Hab einen umgelegt. Er braucht den nicht mehr. Kommt alle rein. Komm hier durch. Lucas Rios. So. Oh, der ist 14. Beinahe. Okay. Wirklich? Ist der doch nicht, ist der nicht 14 oder was? Wer er, der so ungläubig war. Was ist hier? Warum sagt hier keiner mehr was? Sieht nach einer Zeitung aus. Wir sind da. Pillen nehmen die alle ja nicht mit. Wissen die denn nicht, dass man sie braucht? Hm. Gibt es nicht viel. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten, bewachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Oh, ja,
Ich hab noch eine. Wow. Echt ganz gut. Au! Oh. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Ich hab da noch ja nicht da untersucht. Der Zimmer. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Noch nicht, ich bin da noch ja nicht fertig. Hast du das schon mal gemacht? Ja. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Hier lang. So wieder so ein Ding, wo das Spiel dir sagt, du musst jetzt schnell sein. Und dann verlierst du die Hälfte. Schleichen uns an sie ran. Hey, ich komme dir nach. Okay. Hey, alles klar? Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Glaubst du, sie sind noch in der Stadt? Ja, die sind noch hier. Okay, ich drehe noch eine Runde. Pass gut auf. Ja, du auch. Das war's. Okay, kommt alle weiter. Hat das gut funktioniert mit dem... Kann ich hier schon? Ja, sehr gut. 25 Fertigungszeit. Beeil dich. Ich würde gerne Heiltempo nehmen als nächstes. Ja, ich sehe.
Da drüben! Da! Oh, verdammt! Na Mist, wir sehen uns! Sucht euch eine Deckung! Du hast es drauf, Mann. Hey Joe, da ist ein Typ am Scheinwerfer. Ich sehe ihn. Oh shit, er ist da drüben! Hey, geht aus, Bob! Okay. Gleich da! Dann mal okay, geschafft. Ein Scheißdreck war das. Das war wieder völlig scheiße gerade. Das ist nicht so gut gelaufen, aber immerhin sind wir am Leben. Wir haben eine Menge Munition verloren. Mann, ey, und die haben nichts dabei. Naja, das ist ja bald kaputt. Voll. Henry, hilf mir mal damit. Okay. Bereit? Oh nein! Mist, los! Los! Halt, halt, halt! Hey, Sie sind hier drüben! Oh shit! Oh nein! Erledigt. Los, kommt schon! Bleibt wachsam, wir haben es noch nicht geschafft. Okay, schau mal nach. Alles klar, Sam, los geht's. Okay, los, auf geht's. Komm schon. Mist. Schneller, schneller. Ellie, der hat dich! Nein. Los! Okay, hol den hoch! Es tut mir leid. Wir hauen ab! Was? Was soll der Schwachsinn? Hey, jetzt! Was zum Teufel, Henry? Oh, shit. Wir bleiben zusammen. John, na los!
Los, rein ins Gebäude, mach schnell! Okay! Okay, los! Oh Mist! Wie kommen wir aus der Scheiße hier raus? Das ist auch wieder so typisch alles, ey. Oh. Was ist denn da los? Wir haben sie wohl gefunden. Schwärmt aus. Vielleicht kommen sie hier lang. Ich weiß, dass du hier bist. Mist, Kerl! Heilige Puh! Scheiße! Na. Man möchte ja meinen, dass so ein Dings hier... So ein Ding jetzt hier ein bisschen filigraner wäre. Aber diese Dinger hier, die sind... Oh, furchtbar. Dieses Arschloch. Das ist immer alles so mal so ruckartig. Ja, ich habe schon geguckt. Aber schon. So, wir kommen jetzt langsam an den Punkt, wo uns die Muni aussieht. Wir müssen jetzt wieder mal... So, wo packen wir das hin? Dahin? Nee, hier nicht. Wo dann? Hier drin irgendwo? Nee. Ach so. Gut, kriegen wir durch. Verdammt, los! Da! Sie rennen zur Brücke! Los! Joel! Jetzt lauf! Scheiße! Oh, verdammt! Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen! Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen! Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen! Ich gebe dir Deckung und dann rennst du. Mist. Oh Gott. Du hältst mich oben. Ellie. Keine Komm Diskussion. Schon. Ellie. Verdammt. Was denn das für eine Scheiße hier? Alter. Henry! Er wacht auf! Hey du, wir leben. Okay. Und? Was habe ich gesagt, hä? Alles klar. Es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann, hä? Henry! Hey!
Er ist sauer, aber er wird uns nichts tun. Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werd ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären ertrunken. Es ist schon gut, ich bin okay. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Also, der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Wir sehen uns hier mal um. Vielleicht finden wir was. Freunde der Sonne, ich sehe mir das in der nächsten Folge hier um. 30 Minuten hat er. Das ist ja mal eine Ausnahme. Wir sehen uns hoffentlich hier in der nächsten Folge wieder und bis dahin. Haltet die Ohren steif und tschüss.